heute bei unserem Event Marketing Like No Other in München. In der Jochen-Schweiz-Arena. Und damit ihr auch ein paar Einblicke bekommt, nehmen wir euch jetzt einfach mit. Erklär mal in einem Satz, wer bist du und was machst du? Mein Name ist Jonas, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Loftfilm GmbH und wir machen animierte Erklärvideos. Das heißt, wir erklären die Angebote von unseren Kunden in 60 bis 90 Sekunden. Ich bin Psychologe, lege aber keine Menschen auf die Couch, sondern Webseiten, Marketing-Funnels, Ads und schaue da, dass wir da mehr rausholen, um die Leute noch besser zu begeistern. Mein Name ist Sören und ich helfe, aus der Reichweite und Sichtbarkeit mehr Kunden zu generieren mit Hilfe von hochwertigen Reports, also Lead-Magneten, die quasi dafür sorgen, dass deine Likes und Kommentare in dein CRM landen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist denn die Verkaufspsychologie jetzt im Marketing? Was ist denn da das Entscheidende, was man da auf jeden Fall umsetzen sollte? Das Fundament natürlich des Marketings. Im Marketing geht ja darum, Vertrauen aufzubauen und natürlich die richtigen Leute zu überzeugen. Und da ist einfach Psychologie natürlich das Mittel der Wahl. Es geht ja um Menschen. Ne? Menschen schauen Webseiten an, Menschen müssen abgeholt werden. Also da muss man ganz klar die Vorteile kommunizieren. Für wen ist das, für wen ist das auch nicht? Wie wichtig findest du eine gute Website auch in Kombination mit einem eurer Filme? Also eine Webseite ist für jeden Marketingauftritt absolut entscheidend, weil egal wo ein Kunde zum ersten Mal von dir hört, egal ob es eine Empfehlung ist, ob der dich auf Facebook sieht, ob der dich auf Google findet oder auf einem Event kennenlernt, ja, der guckt immer früher oder später auf deine Webseite und wenn deine Webseite nicht gut ist, dann wird er halt wieder abspringen und wenn sie gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er anfragt. Für unsere Zuschauer vielleicht jetzt noch zwei Tipps, die sie auf jeden Fall umsetzen sollten, um bessere Kunden anzuziehen und besser, ja, damit ihre Website besser funktioniert. Also erstmal klare Standards, ne, dass man für sich überlegt, wen möchte ich überhaupt als Kunden haben, wen möchte ich nicht und dann halt auch schauen, die ich haben will, wie ticken die, also was sind die Motive, sind die eher statusorientiert, sind die sicherheitsorientiert, dass man da halt diese Motive ganz gut kennt. Und als zweites natürlich dann halt das ganze Marketing darauf auszurichten und wirklich auch Kunden abzulehnen, also wirklich auch bewusst zu sagen, hey, wenn dann irgendwie so ein Mecker-Martin ankommt oder so oder Spar-Simone, den nur sparen will, also dass man dann halt, ne, auch bewusst sagt, hey, nee, die nicht. Ne? Also schlechter oder falscher Kunde kann ein ganzes Business zerstören, da muss man echt aufpassen, es ist kein Geld der Welt wert, da eine falsche Person anzunehmen. Warum bist du jetzt heute hier und gibst dir die Vorträge? Ihr vom Gewinner-Branding sorgt ja dafür, dass man ein gutes Branding hat und gerade bei uns in der Finanzdienstleistung ist es extrem wichtig, Vertrauen auszustrahlen, irgendwie ein gutes Gefühl zu vermitteln und dafür ist Branding wichtig. Wenn man jetzt wie hier auf einem Event ist und einen Vortrag hält, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der zuschaut, der ein Event hat, der einen Vortrag halten wird. Was für Tipps würdest du dieser Person jetzt geben aus Performance-Sicht, dass der Vortrag geil wird? Der Punkt ist der, man stellt so Dinge auf so ein Riesenpodest. Das heißt, man macht sie bedeutungsvoller, man macht sie größer. Das ist wie so ein Riesenmonster, was man mental aufbaut und sich denkt, boah, ich muss auf die Bühne, oh mein Gott, das sind 100 Leute, die lachen mich aus oder so. Vergiss den Gedanken. Es geht um dich, es geht um deine Botschaft, es geht um das, was du den Leuten geben kannst. Und der Rest ist egal. Wir hatten heute ein ganz, ganz simples Thema und das ist Ladezeit. Und das verkacken echt viele. Ja, wir auch. Aktuell noch, ja. Aktuell noch, weil wir noch keine Seite von euch haben. Das wird sich aber jetzt bald ändern. Ja. Soon. Eure Website ist ja gerade in der Überarbeitung, wie wir gehört haben, bei uns. Ihr habt euch vorhin gemeldet beim Vortrag, wo es um die Ladezeit ging. Wie sieht es denn da aktuell bei euch aus noch? Bitter, tatsächlich so bitter, dass ich selber wahrscheinlich auf der Seite wegklicken würde, weil die Ladezeit einfach zu lange dauert. Ja. Wo lag es ungefähr sekundentechnisch? 4,1. 4,1, okay, da liegt man schon im roten Bereich.
Was würdest du sagen, war heute der Tipp, wo du sagst, den nehme ich auf jeden Fall mit für meine Leadmagneten? Was der Jonas jetzt am Ende nochmal gesagt hat, dass die eine Sache, die wirklich raussticht, die eine Sache, das ist auch bei Leadmagneten sehr wichtig, dass man nicht sagt, wie du ein Unternehmen aufs Next Level hebst, beispielsweise ist ein schlechter Leadmagnet, sondern die eine Sache, die dem Kunden jetzt in diesem Moment wirklich weiterhilft, und zwar nur diese eine Person, die sich darauf wirklich für interessiert. Was waren die wichtigen Informationen, die du heute mitnehmen konntest? Die wichtigsten Informationen, die brauche ich nicht, weil ihr baut ja meine eigene Webseite. Was hier das eigentlich Charmanteste ist von allen, wo ich bisher war, ist tatsächlich, dass es nicht gar so riesig ist. Es ist sehr familiär. Du hast hier einen super engen, elitären kleinen Kreis, wo du dich super schnell sehr gut vernetzen kannst. Und bis dato waren die Inhalte heute auf jeden Fall nennenswert, dass man sagen kann, da nimmt man auf jeden Fall was mit nach Hause. Und darum geht es ja am Ende des Tages auch. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Vortrag von euch. Hat mir am besten gefallen. Auch die anderen Speaker waren sehr, sehr interessant und hilfreich. Aber wie gesagt, ich bin ja wegen euch gekommen. Und ihr habt mir die besten Informationen gegeben, die ich brauche für meine Webseite, weil ihr sie für mich baut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war's von unserem Event Marketing Like No Other. Für die, die bis jetzt das Video angeschaut haben, haben wir was ganz Besonderes vorbereitet, und zwar eine Website-Analyse. Kommentier einfach unter dem Video mit dem Stichwort Analyse oder kontaktiere uns über unsere Social-Media-Kanäle, die sind auch unten verlinkt, LinkedIn, Instagram oder Facebook, und schreib uns, und wir analysieren kostenlos deine Website und geben dir direkte Handlungsempfehlungen. Und wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam nochmal über deine Website zu schauen und rauszufinden, wie man noch den letzten Hebel bewegen kann, damit du noch bessere Anfragen von besseren Kunden und vielleicht auch besseren Mitarbeitern bekommst.